Krankenschwester Birgit und Dr. Charlotte Engel beschäftigt in der Notaufnahme nun Student Tim. Der 23-Jährige muss von seiner Begleitung geführt werden, weil der junge Mann kaum sehen kann. Der Patient hat aber noch ein größeres Problem, das weniger offensichtlich ist. So, mein Name ist Charlotte Engel. Ich bin hier die Ärztin in der Notaufnahme. Ich sehe aber, dass Sie ja überhaupt nicht die Augen aufmachen können. Was ist denn passiert? Wir sind im Wald spazieren gegangen. Wir hatten da ein Date und dann plötzlich konnte er nicht mehr weitergehen und hat die Augen mal so komisch zusammengekniffen. Und dann habe ich ihn lieber direkt hier hingebracht. Weil Wie war der Name? Tim? Walter. Herr Walter. Gucken Sie mir mal bitte auf die Nasenspitze. Ich werde jetzt mal mit einer Lampe in die Augen leuchten, ja? Okay, Sie kriegen die gar nicht. Alles ordentlich gerötet, ne? Nein. Haben Sie Allergien, Medikamente, irgendwas genommen? Könnten wir das vielleicht unter vier Augen besprechen? Ja, das können wir machen. Also Schwester Birgit bleibt da, dann wären es in dem Fall sechs Augen. Aber Ihre Freundin... Nicht so raus. Warum denn nicht? Es wäre mir einfach ganz recht. Aber... Okay. Ist das jetzt? Machen wir kurz. Alles klar? Ich hole Sie gleich wieder rein, ja? Na, wir wissen ja auch nicht, was passiert ist, aber gut. So, Herr Walter, dann mal Butter bei die Fische. Heute war unser drittes Date. Und ich dachte, heute würde es vielleicht schon etwas mehr zur Sache gehen. Ja. Und da ich in letzter Zeit etwas Probleme mit meinem, Junior habe. Mit wem? Mit, Okay, alles klar. Kann das sein, dass da auch in der Hose... Genau, denn ich wollte da mich jetzt nicht blamieren und deswegen habe ich da Potenzmittel im Internet bestellt. Und jetzt auf einmal hat es gebrannt in den Augen und ich konnte nur noch verschwommen sehen. In unserem Fall zeigten sich die klassischen Nebenwirkungen von Sildenafil, also einem Wirkstoff eines Potenzmittels. Man sieht, dass es nicht nur dann auf den Penis wirkt, sondern eben auch unter anderem auf Sehvermögen, auf die Haut. Und da reagiert der Körper ganz schön über, wenn es da in zu hohen Dosen verabreicht wird. Also ich würde mir gerne Ihren, wie Sie so schön sagten, Junior einmal anschauen, wenn das okay ist. Dass wir da sehen, dass wir gucken, dass da jetzt nichts ist, was da auffällig dann dran wäre, außer die Erektion jetzt, ja? Dann legen Sie sich doch einmal hin, dann können Sie einmal... Können Sie die Hose mal gerade ein bisschen aufmachen? So. 23, Mann, junger Typ, haben Sie doch gar nicht nötig, sowas. Meinen Sie denn ernsthaft, das klappt bei Ihnen jetzt generell nicht? Nehmen Sie so, sich ganz ich schau entspannt mal eben, zurück, ne? Ich schau mal eben, okay. Ja. Nee, das ist soweit okay. Also, ich werde mal eben meinen urologischen Kollegen anrufen. Bei einer Dauererektion sollte man im Zweifel immer vorstellig werden, denn es kann schon zu Funktionsverlust des Penis führen, wenn der Penis einen gewissen Zeitraum dauererregiert bleibt. Wie lange wird das jetzt noch andauern? Genau, also das ist halt eine Zeitfrage. Ne? Wir kühlen das jetzt, ne? Sie müssen sich weitestgehend entspannen. Und dann entscheidet letztendlich der Urologe, man kann, wenn die Dauererektion nicht weggeht, auch Blut abpumpen, da zum Beispiel mit einer Spritze. Ja, soweit wollen wir jetzt gar nicht, wollen wir es gar nicht kommen lassen. Ne? Okay. Aber das wäre so der Worst Case, bevor die Erektion gar nicht mehr zurückgeht. In schlimmsten Fällen muss es punktiert werden und das haben wir ihm auch gesagt und das fand er auch nicht so gut, was ich auch verstehe. Deshalb haben wir gesagt, geht mal hoch in die Urologie, wir kühlen mal und der Urologe soll dann letztendlich entscheiden, was gemacht wird. Ist irgendwas Schlimmes? Ich wollte, ist ja schon unser drittes Date heute. Und ja. Ich wollte einfach, ich dachte, es könnte heute schon zur Sache kommen und da wollte ich einfach nicht versagen. Also mit anderen Worten, er hat was eingenommen. Ja. Wo haben Sie es eigentlich hergehabt? Internet, ne? Weil ich sag mal, so ein hiesiger Hausarzt würde Ihnen das natürlich nicht verschreiben. Na, Sie sind 23. Ich glaube schon, dass bei Ihnen da auch ohne Potenzmittel was laufen bei so einer hübschen Freundin, oder? Ja. Okay. Oh Mann, Tim. Boah, ich bin aber froh, dass es nichts anderes ist, echt. Auf der urologischen Station wird Tims Genital gekühlt, wodurch die Schwellung verschwindet. Auch sein Sehvermögen kehrt wenig später zurück. Tim und Nina können über den Vorfall gemeinsam lachen. In der Notaufnahme wird es mit der Ankunft des nächsten Patienten jedoch sehr ernst. Also der Herr Tyson, 39 Jahre alt, Verkehrsunfall. Wir wissen nicht ganz warum oder wie. Irgendwie war das auch unklar, war aus ihm nicht rauszukriegen. Er war extrem panisch, weil er meinte, er hätte davor schon irgendwie Herzprobleme gehabt und deswegen diesen Unfall gebaut. Und im Prinzip hat er gesagt, also er müsste jetzt sterben.
So, alles weil er hätte jetzt einen Herzinfarkt und sowas. Der war vitalparametermäßig ständig stabil. Na, hat jetzt 130, 90er Blutdruck, Sättigung ist bei 99%. Und sein Hauptproblem war jetzt eigentlich die ganze Zeit das so panisch, dass ich ihn habe ordentlich sedieren müssen und abdämpfen müssen. Stabil war der Patient von den Kreislaufparametern, hatte allerdings einige Prellmarken, unter anderem vom Gurt. Und eine Verletzung am rechten Unterschenkel, womöglich eine Fraktur. Der Patient war leider nicht ansprechbar, denn der Notarzt hatte ihm sehr viele Medikamente gegeben, weil er sehr panisch schien und immer wieder an sein Herz fasste und glaubte, dass er einen Herzinfarkt haben sollte. Ich würde aber einmal schnell den Schallkopf. Hallo? Frau Rothe ist da, die Freundin von mir. Ach, hallo. Hallo. Oh mein Gott. Hallo, ja. Atmen Sie mal ganz tief durch. Mein Name ist Charlotte Engel, ich bin hier die Ärztin. Hallo, Frau Rothe. Wissen Sie denn, Sie kommen aber jetzt von zu Hause, Sie waren nicht mit im Auto? Ich war nicht im Auto. Ich weiß überhaupt nicht, was passiert ist. Okay, wie sehen denn da oben die Kopfverletzungen aus? Sie mal hier rein? Geht aber an für sich. Ich habe alles soweit freigelegt, ich mache jetzt schon sauber. Ja, sein Herz schmerzt auch, deswegen ist mir ganz wichtig, dass wir im Labor unbedingt Troponin noch anmelden. Ne? Und ich möchte jetzt einmal mit dem Ultraschall auch einmal gucken, ob er irgendwie innere Blutungen hat, ja? Und danach geht er auf jeden Fall ins Ganzkörperröntgen, ja? Das ist jetzt echt viel, das verstehe ich, ne? Wenn ja. Ihr Freund ist das? Ja, ist mein Freund. Wir kennen uns aber wirklich sehr, sehr lange schon, ja. Okay. Sollen wir mal vor die Tür gehen? Ist das vielleicht besser für Sie? Ja. Die 37-jährige Stefanie versteht nicht, wieso ihr Freund überhaupt unterwegs und nicht im Büro war. Schwester Birgit will die Lebensgefährtin des verunglückten Versicherungskaufmanns beruhigen, aber ihr Plan schlägt fehl. Wollen Sie die Tasche mal nehmen? Entschuldigung. Entschuldigung. Moment. Das war hier bei Ihrem Freund in der Tasche. Was? Ein Testament? Wieso steht mein Name drin? Er überträgt das gesamte Gesamterbe auf mich? Ich verstehe das jetzt gerade alles nicht. Sehen Sie mal das Datum, das ist von heute. Das hat er heute gemacht. Ist irgendwas gewesen? Nein. Also ich finde es jetzt nicht so ganz unnatürlich. Wie alt ist Ihr Freund? 39, habe ich gerade mitgekriegt. 39. Ich finde es jetzt nicht so ganz unnatürlich. Ach, da kommt er schon. Bei der Einlieferung habe ich das nur so latent mitbekommen, war die Unfallursache nicht so ganz geklärt. Und jetzt haben wir dieses Testament gefunden in der Tasche, von der die Freundin nichts wusste. Und dann hielt ich es für ziemlich wichtig, der Frau Dr. Engel das zu erzählen. Denn ein Unfall, unklare Ursache, Testament am heutigen Datum, da hätte man auch vielleicht an Suizid denken können. Hat er ein Testament gemacht? Und hat sie... Ja, aber der ist doch nicht alt. Wann ist er geboren? Nee, weiß ich. Und das Testament ist von heute. Ich weiß nicht, ob das für dich relevant ist, für den Unfall oder so. Keine Ahnung. Also heute, das Testament ist von heute. Okay. Also der Notarzt sagte eben, es wäre halt völlig unklar. Also willst du in Richtung Suizid? Irgendwie? Das ist mir so unangenehm, dass ich dieses Testament... Ich habe ja nicht in den Sachen gewühlt. Weil jetzt hat sie das gesehen. Und augenscheinlich hat er das ja heimlich gemacht. Denn er hat sie als Alleinerbe eingesetzt. Also die hat das so kurz gelesen. Glaubst du, das ist jetzt irgendwie... Keiner, ich wollte es dir nur sagen. Ein krasser Verdacht, dem Dr. Engel nachgehen möchte. Die Ärztin will außerdem wissen, warum Unfallopfer Benjamin so sicher schien, einen Herzanfall zu haben. Bei den Untersuchungen wurde nämlich kein Infarkt festgestellt. Trotzdem bereitet der 39-Jährige dem Team auch am folgenden Morgen Sorgen. So ganz passt es aber nicht, oder? Na, ich habe so Schmerzen im... Ja. Am Herzen. Ich sehe auch, die Frequenz ist ziemlich hoch. Sie haben Schmerzen am Herzen. Ja, ich meine, ich kriege einen Herzinfarkt. Haben Sie jetzt das Gefühl? Das tut so weh, ja. Okay, alles klar, dann sage ich mal direkt der Ärztin am besten Bescheid. Ich bekomme so schwer Luft. Ja. Der Herr Tyson klagte über Brustschmerzen, also eine ganz klare Symptomatik eigentlich erstmal für zum Beispiel einen Herzinfarkt. Und dementsprechend gilt es natürlich schnell zu handeln und auch die Ärztin zu informieren. Lassen Sie mich einmal aufs Herz hören. Ist auch sehr tachykard, ne? Also, bisher waren die Werte ja alle unauffällig, EKG-technisch auch. Ne? Das Blut war soweit auch unauffällig, das Erste, was wir gemacht haben. Wie ist das mit Risikofaktoren in Richtung Herzinfarkt? Cholesterin, bei Ihnen irgendwas bekannt? Diabetes, rauchen Sie? Ja, gelegentlich. Gelegentlich, schlecht. In der Familie mal ein Herzinfarkt gewesen? Ja, mein Vater,
Ja, da. Ja, das nennen wir familiäre Disposition, ne? Das ist auch ein Risikofaktor dafür, ja? So, dann schließen wir es mal eben an. Kommen Sie einmal noch mal mit. Bei ihm hat das Herz geschmerzt, er war sehr kurzatmig, er war sehr tachykard und es schien alles so, dass er eventuell doch einen Herzinfarkt hatte, obwohl alle Werte, die wir bis dato gemessen hatten, alle EKGs, alle Blutwerte, unauffällig waren. Aber auch in so einem Fall muss man erneut die ganze Latte wieder machen, wieder EKG schreiben, wieder Blut abnehmen, Troponin testen, um dann zu gucken, ob man nicht doch etwas übersieht. Ich finde das alles so ein bisschen seltsam gerade. Erstens, um diese Uhrzeit hat er nie Feierabend. Und mir ist gerade die Tasche runtergefallen und da fällt ein Testament raus aus der Tasche. Mhm. Und ich bin die alleinige Erbin. Vielleicht verheimlicht er uns irgendetwas. Also das Problem ist, wir wissen ja auch vom Unfallhergang nicht viel. Ne? Also wir wissen ja nicht, ob das auch eventuell in Richtung Suizid gehen könnte. Haben Sie da vielleicht irgendeinen Hinweis in den letzten Wochen gehabt? Nein, ne? Also nur damals wurde gesagt, dass er absolut sicher vorbelastet ist halt. Familiär, ne? Ja. Okay. Dann lassen wir uns jetzt, wir machen jetzt quasi einen weiteren Ausschluss eines erneuten Herzinfarktes, ja? Ja, eine Sache wollte ich Ihnen, bevor wir die Röhrchen jetzt noch abnehmen. Ne? Sie waren ja da bei uns im CT jetzt und das ist alles unauffällig, ja? Bis auf, dass Sie eine kleine Fraktur im Unterschenkel haben, ja? Wollte ich noch mal fragen, wie es da jetzt weitergeht. Genau, pass auf. Wir kümmern uns weiterhin jetzt erstmal um Ihr Herz. Ja? Ist das Fraktur? Ein Bruch, genau. Also wir haben einen kleinen Bein im ein Bruch im Unterschenkel. Ja. Das ist jetzt aber zweitrangig, der ist stabil. Ne? Das wird jetzt nichts. Sie sind in der Schiene, Sie belasten ihn jetzt natürlich nicht. Aber vorrangig ist mir jetzt wichtig, dass wir uns ums Herz kümmern, ja? Lebensgefährtin Stefanie kann nicht glauben, dass ihre große Liebe mit dem Leben abgeschlossen haben soll. Die junge Frau fragt sich aber, warum der 39-Jährige sonst ein Testament gemacht hat. Was ich noch mal sagen wollte, all das, was wir gemacht haben, ne? Also Herz-Ultraschall, wir haben ja mehrfach Blut abgenommen, wir haben mehrfach EKGs geschrieben, ist alles unauffällig. Ich muss einen Herzinfarkt gehabt haben. Mein Vater hatte mit 39 einen Herzinfarkt. Mein Großvater hatte mit 39 einen Herzinfarkt. Jetzt bin ich 39. Aber es ist doch ganz klar, dass mir das jetzt auch passieren muss. Und das ist Ihnen jetzt permanent im Kopf? Ja, ja, natürlich. Ich bin überzeugt davon, ja. Ach, Moment. Deswegen das Testament? Was ich zufällig gestern gefunden habe? Das ist mir aus Versehen, ehrlich, ich müsste mal betonen. Ich wollte die Tasche mitnehmen, das hatten die Sanitäter gemacht und wollte die Tasche ihrer Freundin geben. Und da ist diese Mappe da rausgefallen. Also wir haben weder geguckt, also wirklich nicht. Es ist rausgefallen, wir haben es gesehen. Das war ein Schock für uns, wir wussten nicht, was los ist. Ist so, ich bin morgens aus dem Haus und bin wie normal ins Büro gefahren. Dort hatte ich schon wieder auf dem Hinweg ins Büro diese Herzprobleme und diese Stechen. Und dann, ja, habe ich nachgedacht und er war natürlich davon überzeugt, dass es jetzt soweit ist, dass meine Zeit gekommen ist. Wie bei Vater und Opa halt. Und dann bin ich nach der Arbeit noch zum Notar und wollte alles, alles festmachen, damit du abgesichert bist. Ach, jetzt verstehe ich das auch. Mensch, wir haben, ich weiß auch nicht, wir wussten das heißt, wir haben jetzt nicht, das war jetzt nicht, wir haben uns schon größte Sorgen gemacht, dass es auch in Richtung Suizid gehen könnte. Nein, also das war wirklich nicht der Fall, okay. Nein. Wissen Sie, also wenn man viel Stress hat, dann kann es auch schon mal eine stressbedingte Kardiomyopathie sein. Das heißt, es nennt sich auch Broken Heart Syndrom, also wirklich gebrochenes Herzsyndrom, dass man wirklich ernsthaft diese ganzen Symptome verspürt, die auch bei einem echten Herzanfall passieren. Wir müssen gucken, dass Sie Ihren Stress reduzieren, ne? Vielleicht zusammen ein bisschen autogenes Training oder sowas machen, ne? Irgendwie Ihr Stresslevel wirklich runterbringen, ne? Weil Ihr Herz reagiert. Das merken wir, ne? So, dann rufe ich jetzt den Chirurgen an, Birgit, dass wir da eine Übergabe hinkriegen. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass man das operieren muss. Das soll aber der Kollege bitte entscheiden, ja? Und wir kümmern uns aber weiter um Ihr Herz. Danke, Frau alles Gute. Vielen Dank. Benjamins Unterschenkelbruch verheilte ohne Operation. Dank regelmäßiger Herzuntersuchungen, die allesamt unauffällig waren, bekam der Versicherungskaufmann die Panik vor einem Herzinfarkt in den Griff. Dadurch sank sein Stresslevel und das Broken Heart Syndrom verschwand. Wenige Monate später feierte Benjamin seinen 40. Geburtstag.